take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es weitere Squad Building Challenge zur neuen Promo Karneval. Ja, und das hier ist die erste Puzzle-SPC, um die wir uns kümmern. Land des Fußballs. Tausche ein Team mit Brasilianern, um diese Challenge zu meistern. Ihr seht, das Ganze ist 23 Stunden verbleibend. Ja, und als Gruppenreport bekommen wir nicht irgendwas, nein, ein seltenes Elektrum-Spieler-Pack. 30k-Set ist am Start und wir kümmern uns natürlich heute um diese SPC, passend zur neuen Promo. Ja, und diese Puzzle-SPC ist nicht das Einzige, was heute rausgekommen ist. Außerdem noch Hulk mit rausgekommen. 6 Tage verbleibend hierfür, da wird es wahrscheinlich nachher noch ein Upload zu geben. Ja, und außerdem haben wir eine neue Ikone, neue Prime-Icon-Moment-SPC. Und heute das Thema Brasilien und passend dazu Hulk und halt zum Beispiel auch Sokrates am Start. Eine weitere Prime Moment SPC ist am Start. Ja, und die ist nicht nur alleine gekommen mit dieser Puzzle SPC und Hulk. Nein, wir haben natürlich auch noch 4 weitere Prime Icon Moment SPCs. Nicht SPCs, sondern Karten in Packs. Und zwar heute rausgekommen, ihr seht es jetzt. Wir haben einmal Roberto Carlos, wir haben Rivaldo, wir haben R9 und als dritte haben wir Ronaldinho. Die gibt es momentan jetzt in Packs und natürlich, wie gesagt, diesen Karneval Squad. Das sind 14 Spieler insgesamt, könnt ihr auch jetzt gerade auf dem Bildschirm sehen, ich blende euch das ein. Wir haben da einmal Neymar am Start, Dybala, Müller und so weiter und so fort. Ihr seht das alles. Außerdem haben wir natürlich neue Wochenaufgaben. Die schauen wir uns gleich an, aber erstmal schauen wir jetzt, was diese SPC, was die SPC kostet, was wir dafür abgeben müssen. Und ich zeige euch natürlich eine günstige Lösung. Das ist das Ziel. Und ich sage schon mal vorab, wenn euch das Ganze gefällt, zerstört den Like-Button, 200 Likes kriegt ihr als Ziel raus. Und ich kann euch nur empfehlen, lasst auch gerne ein Abo da, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine weitere SPC in FIFA 19, denn ich werde auf jeden Fall jetzt immer jeden Tag hier auf jeden Fall die Puzzle-SPCs machen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf verlassen. Und insofern, wenn ihr keine Puzzle-SPC verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns auch morgen wieder. Würde mich auf jeden Fall freuen, 20.000 Abonnenten. Da haben wir fast das jetzt geschafft. Also wäre natürlich nice, wenn wir das diesen Monat noch schaffen könnten. 20.000 Road to 20k hat begonnen auf jeden Fall. Insofern, ja, danke schon mal für euren Support. Schreibt mir auf jeden Fall auch gerne in die Kommentare, was habt ihr im Pack gehabt natürlich. Hattet ihr den Pack Luck? Wenn ja, habt ihr vielleicht sogar einen Karnevalspieler gezogen? Alles Sachen, die mich interessieren, ab damit in die Kommentare. So, und was habt ihr natürlich für die SPC ausgegeben? Schauen wir jetzt mal hier meine Lösung an. Das ist wie gesagt eine von ganz vielen. Voraussetzungen sind Brasilien mindestens 2 Spieler. Wir haben Spieler aus einem Verein maximal 2. Selten mindestens 2, haben wir natürlich auch nur 2 benutzt. Teamgesamtwertung mindestens 78, die haben wir erreicht. Und eine Teamchemie von mindestens 85, die wir erreichen müssen. Das ist jetzt hier eine 98er Teamchemie. Ist also eine Lösung, die könnt ihr theoretisch 1:1 nachbauen. Heißt, ohne Loyalität könnt ihr wirklich alle auf dem Transfermarkt einkaufen und gut ist. Ja, und dann Anzahl der Spieler im Team sind natürlich 11. Wir haben keinen Block oder sowas drin. Und das ist natürlich perfekt. Auf der Bank seht ihr jetzt hier ein paar Brasilianer, die ich noch im Verein habe. Und da wird es natürlich interessant. Da natürlich mein Tipp, verkauft die Spieler. Hier, linker Flügel, passt perfekt zur Formation. Und ihr seht, der ist richtig, richtig hochgegangen. Mal gucken, ob wir den jetzt direkt verkauft bekommen. Aber ihr seht, der geht schon hier leicht runter. 3k. Ich glaube, ich biete ihn einfach mal an für 2,5 und bin damit zufrieden, würde ich sagen. Und dann 1,7 Startpreis. Dann soll er schön mal rausgehen. Und wie gesagt, die ganzen anderen Brasilianer, die werde ich auf jeden Fall auch anbieten. Ich biete mal den für 2,3 an. Ist das ein guter Preis? Oh, ich weiß es nicht. Machen wir mal 1,8. Also, ich werde auf jeden Fall alle Brasilianer anbieten. Das kann ich euch auch nur empfehlen, Brasilianer anbieten. Denn das sind die Spieler, die am meisten hochgehen. Klar, durch diese SPC. Jeder will das 30k-Set sich gönnen. Wir haben jetzt hier Rafael benutzt und Matheus Pereira aus der Bundesliga. Und ihr seht, es gibt x Millionen Brasilianer. Wenn ihr gar keine Brasilianer im Verein habt, ja, es müssen übrigens keine Goldspieler sein, dann kauft euch einfach den billigsten und stellt die hier irgendwo hin und drumherum baut ihr dann einfach einen Ligensquad und gut ist das Ganze. Bekommt ihr definitiv hin mit der 85 Teamchemie. Falls ihr es trotzdem 1:1 nachbauen wollt, hier haben wir einmal Kraft für 450 Münzen, dann haben wir Brosinski, Erstbesitzer tauschbar, wir haben Langkamp, 450 Münzen hat er uns gekostet, tauschbar Erstbesitzer, Hinteregger, dann haben wir Schulz für 700 Münzen gekauft, wir haben Dahoud für 550, 400 Münzen für Latza bezahlt, Stöger 450, dann haben wir Matheus Pereira für 400 bezahlt, 700 dann für Rafael und Brekalo 450 und 400 Münzen wird dieser Matheus wahrscheinlich jetzt nicht mehr kosten, ihr seht es, der ist natürlich was teurer geworden. Leute, ist das krass.
Aber ihr seht, das geht hier Richtung Ende hin, wird es immer billiger. Die SBC ist halt eben erst rausgekommen. Also vielleicht lasst ihr das erstmal preislich jetzt ein bisschen fallen, bis jeder diese SBC gemacht hat. Ich meine, die Brasilianer, die gehen natürlich komplett in die Höhe. Also wir sehen hier Marlon Santos zum Beispiel. Guckt euch mal das an. Guckt euch mal, ja, 1,8. Man denkt, er ist auf 10k, aber dann ist er doch nicht so teuer. Also insofern einfach die billigsten zwei Brasilianer holen und dann schicken wir das Ganze jetzt ab. Macht euch da wirklich keinen großen Kopf, einfach eine günstige SBC, um das 30k-Set abzuholen. Es ist auch nur ein 30k-Set und Land des Fußballs, wie gesagt, damit abgeschlossen. Damit die erste Puzzle-SBC für Tag 1 abgeschlossen. Nachher wird es wahrscheinlich da noch ein Upload, wie gesagt, zu Halt geben. Und ja, wir schauen uns jetzt nochmal hier die Wochenaufgaben an. Hier, wie gesagt, ein paar Spieler, Gabriel Jesus, Alderweireld, Dybala, Ribéry noch am Start. Und hier könnt ihr das sehen. Spezialwochenaufgaben sind jetzt verfügbar. Wir haben einmal Ben Arfa, Talisca und Chan. Set-Angebote, Karneval-SBCs, thematische Puzzle-SBCs. Wie gesagt, da kümmern wir uns jetzt täglich drum. Und dann haben wir Spieler des Monats, Aguero. Und dann halt, wie gesagt, Spezial-Squad-Building-Challenges. Unter anderem halt heute, wie gesagt, Hulk. Und wenn wir dann hier hingehen zu den Wochenaufgaben, sehen wir hier einmal Gewinne 10 separate Online-Einzelpartien mit 11 Silber-Brasilianer. Also das wird natürlich kritisch. Hier auch verkauft eure Silber-Brasilianer. Definitiv trifft bei 8 separaten Online-Einzelspieler-Siegen mit Silber-Franzosen. Alter, das ist ja mal... Was ist denn das? Das sind richtig krasse Aufgaben hier. Gewinne 9 Online-Einzelpartien mit 11 Silberdeutschen. Eieiei. Also, das wird auf jeden Fall kritisch. Trifft bei 4 separaten Squad. Okay, das wird noch easy mit Wear. Ist aber nur 84er. Und ja, hat man die Woche auf jeden Fall gut zu tun. Dann haben wir hier noch ein schönes Trikot. Trifft diese Woche bei Fallrückzieher. Also habt ihr die Woche auf jeden Fall einiges zu tun, was ihr machen könnt. Und dann checken wir mal hier kurz die Transferliste ab, was da auch schon hochgegangen ist. Das war schon alles angeboten. Und Alan Carvalho ist rausgegangen und der Rest war schon angeboten, der war bestimmt schon vorher weg. Ja, und dann gehen wir jetzt rein in den Shop. Wie gesagt, lasst mich gerne wissen, was habt ihr gezogen. Wie gesagt, alles Sachen, die mich interessieren und da machen wir es jetzt auf. 3, 2, 1, 12 Seltene sind am Start. 6 Silber, 6 Gold. Komm schon, EA, gönn uns. EA gönnt uns heute nicht in diesem Pack. Leider kein Walkout. Bekommen wir eine Wand? Nee, bekommen wir auch nicht. LM, immerhin 82er Gnabry. Immerhin 82er. Aber es geht natürlich besser. Ich denke mal, dass ihr auf jeden Fall bessere Sachen gezogen habt. Was haben wir denn? Gnabry, Belotti, 282er ist auf jeden Fall top. Aber das ist auf jeden Fall ein weiterer Grund, warum ihr nicht zu viel für diese SPC hinlegen solltet. Es ist halt nur ein 30k-Set mit 6 Gold-Seltenen und 6 Silber-Seltenen. Klar, hier bei den Seltenen kann teurer am Start sein. Hier zum Beispiel der Franzose. Oh, der scheint ja fast 3k zu bringen. Und hier haben wir jetzt einen deutschen Silberspieler zum Beispiel. Ihr wisst Bescheid, Wochenaufgabe. Ist der auf 10k hochgegangen? Ja, nicht ganz, nicht ganz. Aber ihr seht, er ist auf jeden Fall teurer als... Oh, hier, nee, doch nicht. 1-1. Man denkt, er ist hochgegangen und dann doch nicht. Also, oh. Haben wir hier doch nochmal Picklack? Das sieht gut aus, oder? 3k, 4k, 3k, 2k... Hinten raus, naja, ich packe erstmal das Ganze in den Verein, die wechsle ich noch und dann bin ich gespannt, was ihr gezogen habt und die packen wir jetzt auf die Transferliste und dann war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr auch morgen wieder mit am Start sein wollt, lasst gerne ein Abo da, zerstört den Like-Button, ihr wisst Bescheid, Support ist kein Mord und damit haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.